Serum. Bam. Ja, ich bin es wieder. Der Typ, der sich mit seiner Axt ein Butterbrot schmiert. Im heutigen Video geht es mal um das kleine mittelamerikanische Land Barbados. Viel Spaß. Barbados liegt in der Karibik und ist so wie die meisten anderen Karibikländer sehr klein. Es misst nur 430 Quadratkilometer. In Barbados leben außerdem 287.000 Menschen, also 667 auf einem Quadratkilometer. Die Hauptstadt von Barbados, Bridgetown, ist 40 Quadratkilometer groß und beherbergt 110.000 Einwohner. Also etwas weniger als die Hälfte aller Barbadorianer leben in dieser Stadt. Die menschliche Entwicklung im Land wird als sehr hoch eingestuft. 2019 kamen 966.000 Touristen ins Land, von denen die meisten in die Hauptstadt von Barbados gegangen sind, wer hätte es gedacht? Viele gingen aber auch nach Holetown, St. Lawrence Gap oder Batseba. Früher war Barbados zwar komplett von tropischem Regenwald bedeckt, dieser wurde aber nun durch Zuckerrohrplantagen fast vollständig verdrängt. So sieht die Flagge von Barbados aus. Meiner Meinung nach ziemlich nebelnice. Der Dreizack steht für die Unabhängigkeit von England nach der Kolonialherrschaft und soll gleichzeitig Barbados' Nähe zum Meer symbolisieren. Und die beiden blauen Streifen in der Flagge sollen den Himmel und das Meer darstellen. Das Gelb in der Mitte der Flagge steht für die Strände von Barbados. Bei Wikipedia steht außerdem, dass der Schaft vom Dreizack abgebrochen ist. Gehen wir nun zur Geschichte von Barbados über. Barbados wurde 1536 von einem portugiesischen Entdecker namens Pedro Campos entdeckt. Digga, von einem Entdecker entdeckt. G fucking G. Pedro Campos gab der Insel den Namen Barbados, weil ihn die Feigenbäume dort an Bärte erinnerten. Nach der Entdeckung Barbadoses fielen spanische Eroberer über die Insel her und versklavten verdammt viele Einheimische zur Plantagenarbeit auf anderen Ländern. Der Rest der Bevölkerung floh. Also nachdem die Spanier alle Einwohner, ich nenne es jetzt mal, weggesklavt hatten, kamen die Briten knapp ein Jahrhundert nach der Entdeckung von Barbados 1625 auf die Insel und übernahmen sie. Und so wurde Barbados zu einer Kolonie Englands. Yippie. 2 Jahre nach der Übernahme von Barbados begann Großbritannien, die Insel auch schon zu besiedeln. Und zwar mit Sklaven. Nämlich mit Sklaven aus Irland und allen britischen Inseln. 1625 begann man dann den Rohrzuckeranbau auf Barbados für sich zu entdecken. Der Rohrzucker wurde dann nach dem Anbau tonnenweise nach England verschifft, bis Barbados dann 1655 zum größten Zuckerproduzenten der Welt wurde. Politisch ging es zu dieser Zeit auch ordentlich ab. So verfügt das Land tatsächlich über das drittälteste Parlament der Welt, welches schon 1639 eingeführt wurde. Eingeführt? Als nächstes wurden im Jahre 1652 dann in einer Verfassungsurkunde die Rechte der barbadorianischen Bürger und die Rechte des Parlaments festgelegt. Die Rechte waren unter anderem Religionsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit. Allerdings galten diese Rechte nur für die hellhäutigen Plantagenbesitzer, nicht für die dunkelhäutigen Plantagenarbeiter, die den Großteil der Bevölkerung stellten. Wir erinnern uns, Rohrzucker war der Hauptexportstoff von Barbados. Deswegen wurden die Rechte dann 1838, wieder knapp 200 Jahre später, auch für die dunkelhäutige Bürgerschaft geltend gemacht. 1950 wurde das passive und aktive Frauenwahlrecht eingeführt, also 43 Jahre früher als in Kasachstan. Gönnt euch das Video dazu. Link in der Infokarte. 1958 war das Land dann noch Teil der Westindischen Föderation, die vom Vereinigten Königreich und Nordirland gegründet wurde, um die ganzen kleinen Karibikinseln zu einer Einheit zusammenzuschließen. Dieser Plan hat jedoch so gut funktioniert wie Miguel Pablos Coming Out, weswegen sich die Westindische Föderation 4 Jahre später schon wieder auflöste und Barbados folglich auch kein Teil mehr davon war. Nach der Unabhängigkeit von England 1966 wurde Barbados zu einer parlamentarischen Monarchie. Die Queen ist nämlich immer noch Staatsoberhaupt des Landes, obwohl das Land keine Kolonie Englands mehr ist. Das scheint Barbados selbst aber auch ziemlich zu nerven, weswegen die Premierministerin des Landes September 2020 angekündigt hat, das Land anlässlich der 55. Wiederkehr des Unabhängigkeitstages von Barbados komplett vom Vereinigten Königreich zu lösen, die Queen als Staatsoberhaupt abzuerkennen und das Land somit zur Republik zu machen. Aber wie sieht es denn heutzutage sonst so im Land aus? Seit den 1990er Jahren ist man unabhängiger vom Zucker und Rum geworden, weswegen man sich nun mehr auf Erdöl und Tourismus konzentriert. Die Wahlen sind frei und es wird nicht viel in Militär investiert. Klar gibt es in dem Land auch immer noch Baustellen wie zum Beispiel die Korruption, die schlechter ist als der Upload-Zyklus von Knuspertoast, aber ich bin mir sicher, Barbados wird auch dieses Problem bald in den Griff bekommen. Im Großen und Ganzen kann man wohl sagen, dass sich das Land zum Positiven verändert hat und ich hoffe einfach, dass es diesen Trend auch beibehält, wenn es dann in ein paar Monaten komplett unabhängig vom United Kingdom ist. So, das war's mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt mir einen netten Kommentar und wenn nicht, dann beleidigt mich als Hurensohn und damit ciao.